Hey Leute, wir schauen uns heute Rogue Legacy 2 an. Ein kleines Video dazu. Ich habe es jetzt noch gar nicht gespielt. Ich habe vom Entwickler einen Key bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Und ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Wir gucken uns das Ganze mal so 20, 30 Minuten an. Mal schauen, wie es ist. Als ich die Ankündigung von der Ankündigung gehört hatte, war ich sehr begeistert. Als ich den Trailer gesehen hatte, war ich schon nicht mehr so begeistert, weil ich dachte mir, okay, das sieht alles aus wie der erste Teil, nur in Comic-Grafik. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen mehr schlau gemacht. Das Spiel befindet sich noch im Early Access, soll noch ein Jahr circa ungefähr im Early Access bleiben, aber gut, das kann man halt nie so genau sagen. Und es gibt doch schon ein paar Unterschiede. Und generell, ich finde auch, der Artstyle passt. Ich mag die Pixel-Optik, aber ich bin auch ein Fan von Comic-Grafik. Gut. Und alle zwei Monate gibt es ein größeres Update. Und ich glaube, jeden Monat, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gibt es ein kleineres Update. Also mal gucken. Aber ist halt die Frage, ob die das wirklich in dem Tempo aufrechterhalten können. Wir gehen mal kurz in die Settings rein. Schauen uns hier die Grafikeinstellung an. Auflösung, ja, Vollbildschirm, Qualität. Kann man jetzt nicht so viel einstellen, oder? Kann man das noch irgendwie individualisieren? 4K, ich lasse das jetzt hier einfach mal auf hoch. Audioregler haben wir hier, das ist halt der übliche Kram. Game Settings, Trade Names kann man dann hier in Non-Scientific ändern. Ich lasse das jetzt erstmal so. Dual Button Dash, Quick Drop, Mouse Aim, Gamepad kann man hier noch einstellen und umbelegen, wie es einem beliebt. Mit Tastatur kann man das auch spielen. Bin kein Fan davon, ich nenne es jetzt mal so ein 2D-Plattformer. Mit Tastatur und Maus zu spielen. Ich weiß nicht. Bei Spielen, wo es auf Fernkampf ankommt, ja, auf jeden Fall, weil da mag ich die Maussteuerung auf jeden Fall lieber. Aber so, wenn man mit dem Schwert zuhaut, in so einer Perspektive, dann nehme ich doch lieber ein Gamepad. So, wir starten jetzt mal hier eine neue Legacy und gucken mal, was es da so gibt. Ob das schon am Anfang ein bisschen anders ausschaut oder ob das halt doch noch recht ähnlich ist. Bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, das ist hier mein Ersteindruck. Ich habe es halt auch, ich sag's jetzt nochmal, nicht gespielt. Und das hier ist komplett blind. Also das ist das alles mit Vorsicht zu genießen, was ich hier sage. Aber das ist halt mein Eindruck. Ich gebe hier wieder, wie ich es sehe, welchen Eindruck ich habe. Und dann müssen wir halt mal schauen. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr euch das ja auf der Steam-Seite anschauen oder noch bei anderen YouTubern oder irgendwo, falls es da schon Reviews zu gibt, anschauen. Das ist einfach nur so Video nach dem Motto. Wir schauen mal kurz rein, gucken mal und ja, was das denn für einen Eindruck macht. Es sieht schon mal sehr nett aus. Und die ganzen Biome wurden neu gestaltet, soweit ich das mitbekommen habe. Es gibt, glaube ich, mehr Trades und dann noch irgendwie neue Items und so. Das sieht doch echt schon... Sieht schon recht hübsch aus. Gut, der übliche Kram. Lebenspunkte haben wir oben. Darunter sind, glaube ich, die XP. Dann, wie wir angreifen können. Darunter ist unser Gold. Oben rechts haben wir dann die Minimap. Gucken wir mal kurz hier. Das ist halt... Karte haben wir hier. Dann haben wir noch die einzelnen Sachen. Was bedeutet. Profil kann man sich hier anschauen. Der übliche Kram. Die üblichen Stats. Okay. Ausrüstung. Gut, und die Settings. Nur mal kurz reinschauen. So, wir sammeln hier schon mal ein bisschen Gold ein. Also wird uns bestimmt wieder abgeknöpft. Ah, wenn wir A gedrückt halten, können wir höher springen. Und natürlich kann man auch hier, wie im ersten Teil, alles kaputt hauen, wie es scheint. Gut, da können wir uns runterfallen lassen. Was haben wir denn hier noch auf der Seite? Wir haben ein Buch. Was gibt es denn hier zu lesen? Natürlich Journal mal wieder. Gut, das werden wir aber jetzt mal überspringen. Ihr könnt euch das ja durchlesen. Ich will das hier alles mal wieder so ein bisschen knapper halten. Und mich mehr aufs Gameplay konzentrieren. Okay, das ist nicht die XP-Leiste. Moment. Im ersten Teil gab es auch gar keine XP, oder? Das ist schon ein bisschen länger her.
Ach so, können wir hier hochspringen. Alles klar. Kein Problem. Müssen wir so machen. Okay. Das fängt ja schon gut an. Da kommen wir auch hoch. Da haben wir, hätten wir nochmal ein Journal. Ich guck mal. Moment. So. Dann nehmen wir das eben nochmal hier ganz schnell mit. Das war ein Feuerball. Y ist mit dem Schild blocken. Oh cool, das hat ja so ein bisschen so ein Mario-Vibe. Diesen Verbindung. Ich will sie jetzt nicht Röhren nennen. Okay, wir regenerieren uns, wenn wir Schaden nehmen. Oder beziehungsweise wir sind... Das ist für kurze Zeit dann halt auch unverwundbar. Was haben wir hier? Es fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Im ersten Teil hatte man da nicht solche Sachen. Wo man das ein bisschen besser timen musste. Okay, was haben wir hier? Brick Door. Kann nur mit Magie geöffnet werden. Alles klar. Okay, gut. Gehen wir mal lieber hier auf der Seite runter. Zaubersprüche und Talente kosten Mana. Gut, das Schild ist ein Talent. Manneken. Ja, super. So können wir Mana wiederherstellen. Da haben wir auch schon eine Geheimtür gefunden. Brauchen wir schon ein bisschen zum Laden. So, hier haben wir einen Teleporter. Alles weit verständlich. Ja, da kann man auch so drauf springen. Das ist auch cool. Und dass sich das dann alles so bewegt. Sieht schon richtig, richtig gut aus. Die Tür kennt man ja. Das Bücherregal können wir leider nicht zerdeppern. Oh, hallo. Wow. Gott sei Dank. Ist ja in manchen Spielen so, dann können die Gegner dann durch Wände durchfliegen. Und das fand ich immer so nervig. Wir könnten hier runter. Wollen wir denn hier runter? Ist die Frage. Ach, das sieht ja schon mal richtig gut aus. Und die Dinger lösen sich auf. Natürlich auch sehr toll. Aber das sollte erstmal soweit kein Problem sein. Gott sei Dank kommen die wieder. So, hier warten wir einfach mal drauf. Hier machen wir das so. So. Das läuft ja bisher alles noch recht gut. Ah, genau. Natürlich. Sage ich das. Ja, hau du mal zu. Weiß gar nicht, ob ich da so reinspringen kann, wenn er seine Schwertanimation hat. Und dann... Ja, das Schwert vor sich hat, ob ich dann auch Schaden nehmen würde oder halt nicht. Euch machen wir hier natürlich überall platt. Ja, das ist doof. So. Frage ist jetzt. Ja, da war die Schatzkiste. Jetzt können wir nach oben. Gehen wir erstmal nach oben. Gucken wir mal. Sieht hier bisher gut. Man hatte ein paar Hinweise. Ja, verdammt.
aber nicht nach einem Tutorial aus. Hallo. Hallo Seelenaxt. Gehen wir mal hier hin. Ach so, okay. Das ist ja schon ein interessantes System mit diesen Teilen. Nein. Und die Kiste geht kaputt, wenn ich Schaden nehme. Das ist natürlich auch super. Und jetzt... Ah, da stand ja auch Don't Get Hit. Okay. Ja, nee, da komme ich jetzt... Wie soll ich denn da hinkommen, ohne Schaden zu nehmen? Ein bisschen unwahrscheinlich. Utsch. Naja, und ich springe natürlich rein. Selbstverständlich. Sir Gordon. Wurde von der Seelenaxt erledigt. Aber hinten habe ich echt geschludert. Gut, das Prinzip kennt man aus dem ersten Teil. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere den ersten Teil ja nicht gespielt. Ich habe den ein bisschen gespielt, nicht allzu viel, aber ich kenne so ein bisschen die Grundzüge. Dann kann man hier einen von dreien neuen Rittern aussuchen. Oder Klassen, das sind später auch noch andere Klassen. Sir Glauber. Gut, die haben alle gute Gesundheit, weil sie sind Ritter. Die haben alle ein Großschwert, weil sie sind Ritter. Shieldblock, Feuerball, Trade, Kartographer hat er. Gut, wir wissen noch nicht, was das macht, aber ja, da kann man wahrscheinlich irgendwie mehr vom Dungeon sehen. Hypergonadism. Ich glaube, ich nehme mal dich. Ja, genau, wir möchten mit dir weitermachen. Weil wie das so ist, wenn man stirbt, stirbt man. Und dann kann man sich einen neuen Charakter aussuchen und der führt dann die Legacy weiter. Und wenn der dann stirbt, dann kommt der nächste. Es nimmt einfach kein Ende. Die vermehren sich wie die Karnickel. Gut, wir können jetzt... Healthcare unlocken, das ist auch super. Gut, dann kann man hier wieder seine Burg bauen. Wir haben noch 280 Gold. Archery Range, genau, da können wir einen Ranger freischalten. Dann hätten wir schon die erste neue Klasse neben Ritter. Das machen wir doch mal. Kostet auch nur 50 Gold. Nee, ich will jetzt... Ja gut, will ich jetzt nicht wechseln. Dann gucken wir nochmal, was es hier noch so gibt. Blacksmith kostet 150 Gold. Ich glaube, das wäre auch schon mal eine gute Investition. Enchantress ist auch super. Ich glaube, bevor ich hier die Lebenspunkte erhöhe, nehme ich jetzt hier erstmal... Kosten beide 150. Ich hole mir erstmal den Schmied. Dann können wir Blueprints sammeln, Blaupausen und neue Ausrüstung herstellen. Fashion Chambers. Da können wir mehr tragen. Gut, das kostet 75. Dann haben wir das hier noch, das kostet 50. Ich glaube, ich nehme doch jetzt hier einmal Gesundheit. Gut, man sollte hier dann nach Möglichkeit auch das gesamte Gold so gut wie ausgeben. Karte wurde aufgedeckt, okay. Gut, wir gucken mal, was du so hast an so Standardrezepten. Wahrscheinlich auch nichts Überragendes. Blueprints, bla bla bla. Wir haben doch gar nichts. Okay, also man muss die... Doch, wir haben den Lederhelm hier. Gibt uns mehr Lebenspunkte. Ein bisschen schwerer. Gut, können wir uns aber sowieso nicht leisten. Wir kriegen plus 10 Gold. Woran liegt das denn jetzt? War das im ersten Teil auch so? Kann gut sein. Gut, da haben wir ihn hier wieder. Der knöpft uns dann das restliche Gold ab. Ja, geben wir ihm mal das Gold. Und dann wird wieder alles neu generiert, also komplett zufällig. Bis halt auf diese Biome, die sehen halt alle ähnlich aus. Hier kommt man leider nicht hoch.
Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass so die Charaktere, ja, ich weiß nicht, nicht reinpassen. So der Hintergrund und so sieht richtig super aus, aber so die Klassen oder die Charaktere, die man spielt, da ist das so ein bisschen, weiß ich nicht. Oder ich bilde mir das gerade ein. Das könnte natürlich auch gut sein. So, üblichen Fallen. Hier geht es dann auch nur hoch. Da haben wir ein Auge. Aufpassen, das sieht man auch wunderbar, wenn er schießt. Oh Gott, da haben wir wieder so einen Typen. Zwei Schläge reichen, das ist doch schon mal... Ich würde dich gerne erledigen. Wäre das möglich? Brauche ich auch nicht ausweichen. So, wir haben jetzt die Wahl. Ah, hier haben wir die Karte. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir laufen erstmal hier links lang. Warum nicht? Kann man hier... Ah, Tatsache. Das dachte ich mir doch schon. Verschwindet das Gold nachher Zeit. Ich sammle das hier jetzt schon mal vorsichtshalber ein. Gut, dass ich die noch nicht alle kaputt geschlagen habe. Aber da hänge ich gerade so ein bisschen an der Seite. Da haben wir Stacheln. Ja, B öffnen. Haben wir hier Lederwaffe. Rezept. Ja, das ist doch schon mal super. Machen wir hier die Dinger noch so ein bisschen kaputt. Gut, das eine kriege ich da jetzt nicht mehr kaputt. Aber egal. Sieht auch super aus. Was haben wir denn hier für eine Kiste? Was ist denn das? Lederbrustteil, alles klar. Hier gibt es Gold. Und hier können wir noch nicht rein. Dann müssen wir erst alles freischalten. Macht das hier irgendwas? Kann ich mir hier... Moment, ich will mal kurz was gucken. Nein. Ach, die Dinger muss ich dann später aktivieren, oder? Glaube. Da war die Kiste. Ansonsten können wir jetzt... Ich glaube... ja. Was will ich denn? Uiuiuiui. Hätte auch so zwischen den Schlägen schon so einen kleinen Cooldown. Da unten haben wir wieder so einen Ritter. Oh nein, 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 wow. So, die sind natürlich, die waren auch schon im ersten Teil super nervig. Noch 70 Lebenspunkte. Super Start. Bin begeistert. Aber echt irgendwie, also die Monster sehen super aus, aber so die Charaktere, ich weiß nicht. Ja, sehen auch super aus, aber irgendwie bildet mir das vermutlich ein, aber es sieht... Oh Gott, ich hätte da einfach warten sollen. Vielleicht liegt das auch an der Rüstung, weil sie so komisch schimmert. Vielleicht stört mich das auch daran, kann auch gut sein. Ach, komm schon. So, das hätten wir. Hier haben wir ein Fass. Ansonsten, da unten ist so einer. Du chargst mal eben, alles klar. Und du wirfst. Sogar zweimal hintereinander. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen und das sollte ich mir merken. Hier gibt es einiges an Gold. Dann haben wir schon wieder 352. Dann können wir jetzt auch wieder den Weg zurück. So, dann warten wir mal ganz kurz. Das ist jetzt hier gerade echt eine blöde Ecke. Das ist... Ja, okay, das war dazu. Genau, das hätte ich wieder aufhauen müssen. Sir Glauber ist gestorben. Dann sieht man das hier nochmal wunderbar auf der Karte, wo man war, in welchen Räumen nach der Reihe nach und welche Gegner man erledigt hat, wie viel Gold man eingesackt hat.
Und ja, wenn man stirbt, fängt es wieder vorne an und die Klassen sind dann halt immer zufällig. Das heißt natürlich auch später, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber wenn man halt, ich weiß auch gar nicht, wie viele Klassen es gibt, aber wenn man halt mehr als drei hat, dann ist das halt alles hier zufällig, welche man auswählen kann. Das kann auch dann wohl mal sein, dass man dann ja irgendeine Klasse nicht zur Auswahl hat, weil es einfach mehr als drei sind. Gut, und da unten steht plus wie viel Prozent. Alles klar, gut, dass ich das jetzt auch sehe. Na gut, das war ein ganz kurzer Eindruck. Sieht schon richtig cool aus. Macht auch jedenfalls schon wieder Bock wie der erste Teil. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Und gut, es ist noch Early Access. Ihr könnt natürlich auch noch warten. Aber ich glaube, das wird noch richtig, richtig gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.